Das hier, Leute, da sind wir zur nächsten Vuelta-Etappe, zur 20. und damit zur letzten Bergetappe. Und wir gucken mit Nerz und Konrad oder so, ob was wir heute so reisen können. Also wir werden auf jeden Fall unser Team heute mal, also eine Blase darf heute mal angreifen, um die Bergpreispunkte zu kriegen oder zu behalten oder zu gewinnen, ne? Weil wie viele Punkte ist, gibt es gar nicht mehr so viele. Der Blase, der greift doch da an, ne? Der Anbag, ja, hinterhergehen. Sebastian Pott bleibt auch hier. Sam Bennett, Bockhoff und Dini viel. Oh, Emanuel Buchmann ist da vorne auch noch. So. Mal sehen, was wir denn heute so reißen. Jakob Vogelsam auch dabei. Ja, natürlich. Das Feld zieht natürlich an bei De Plasse. Gefährlicher Mann. Da kommt der Belgier Patty Sherry. Jakob Vogelsam und dann ziehen sie wieder an. Viele Punkte hat er den Rückstand, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also er müsste auf jeden Fall die ganzen Bergpreispunkte müsste er ja heute gewinnen. Paterski kommt jetzt auch. Der Belgier, der Blass möchte natürlich hier heute die Bergpreispunkte und das kann ich natürlich verstehen. Das wäre sein größter Erfolg. So. Manuel Buchmann vor Konrad. So, der dauert jetzt 4,4 Kilometer lang. So, der Abstand wird jetzt wohl so bleiben. De Plasse, wäre schön, wenn du vorbeifährst. Warum soll ich mir Bergpreispunkte holen? Das ist Bullshit! Ha! Wie schwul. Alter, wirklich so Unsinn. Wo fahren wir vorne, Pott? Pö, warum soll ich was machen? Ne? Wäre ja ohne Sinn. Wenn er zu doof ist, Punkte, wenn die nicht mal angreifen, Punkte zu behalten oder zu kriegen. Da sind wieder drei, also Nils Polt. Auffahrt, neuer Rhythmus, Jungs. Zwei Minuten sind wieder Vorsprung. Drei Minuten Abstand wird jetzt größer. Gefällt mir. So, jetzt kommt die letzten Kilometer. Dann noch mal Tempo verlieren, so. Was macht denn? Okay. Sam Bennett ist so schnell. Okay, die lassen ihn jetzt die Bergpreis runter. Bop, hat er sie. Tempo ist nicht so hoch.
Horner de Mans ist hier noch dabei. Noch ein Sprinter. Könnte Sam Bennett am letzten Tag vielleicht noch einen Sprint? Ah ne, ist ja Zeitfahren. Dann können wir jetzt mal ein bisschen mithelfen hier, das dauert jetzt. Und hoffentlich hat der Konrad heute einen guten Tag. Wenn nicht, hat er noch seine ganzen Teamkollegen, die ihm helfen werden. Sam Bennett, wäre schön, wenn du da jetzt vor nichts rumguckst. Aber wie der Kollege. So gefällt mir das schon ein bisschen eher. Oh, plus 3 Konrad. Pott. Alle haben sie heute einen guten Tag. Natürlich hoffen wir, dass sie es auch bis zum Ende den haben. Das ist immer dieser Zwischenmoment. Kilometer muss er ja schön Tempo bolzen, um da vorne ranzukommen als erster über diese Linie. So, wir werden jetzt mal unser Stefandini für vor Nerz vor Pott vor Emanuel Buchmann und Emanuel Buchmann vor Konrad. Oh, die ziehen höheres Tempo. Und im Outfeld wird Patrick Konrad geschützt. Das war der falsche. Konrad wollte ich jetzt Tempo forcieren. So, können wir mal gucken, was jetzt passiert. Stefanini, viel kann ich mehr. Nicht so schlimm. Da kommt der dritte der Tour de France. Plus 4 hat Sebastian Pott. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Kisum scheint auch jetzt zu kämpfen. Kommt die Attacke nicht zu spät? Der Plas muss probieren, da vorne zu bleiben. Nerz. Ist weg vom Fenster. Er fährt jetzt sein Ding. Pott noch richtig gut drauf. Und wir mal probieren hier dran zu bleiben. Emanuel Buhmann und Nerz. Das wäre die Überraschung. Chris Froome geht nochmal hinterher. So, Pott kann nicht mehr. Und jetzt warten wir auf Patrick Konrad. Natürlich nicht ziehen lassen. Den Chris Froome nicht, auf jeden Fall nicht ziehen. Ich steht mir ein bisschen in den Weg, Jungs. So, jetzt ist Konrad vorbei. Und jetzt haben wir den Platz.
Und Sebastian Pott bleibt einfach an Christopher Froome. Nerz. Das ist der Vorteil für Patrick Konrad. Hat hier noch De Blas vor sich oder dabei, der jetzt nochmal aufs Tempo gehen kann. Das ist jetzt ein Zweikampf, wer hätte das gedacht? Der Belgier holt sich dabei noch die Bergpreispunkte, die Gesamtwertung davon. So, jetzt sind Sebastian Post und Christopher Froome hier. Rodriguez da, Nerz, Emanuel Buchmann. Jetzt kann der Platz drunter ballern. Lange geht's abwärts. Eine Minute haben sie jetzt. Das Problem ist, Froome ist der klar bessere Zeitfahrer. So, da ist die Gruppe mit Emanuel Buchmann Nerz. Gruppe mit Kieselowski. Holt euch mal was zu trinken, Jungs. Port, holt ihr was zu trinken. Der Blaski kann die ganze Zeit hier das Tempo forcieren. Und der Holländer, der ganze Zeit einfach nur an Christopher Froomes Hinterrad bleibt. 10 Kilometer noch. Jetzt kann Patrick Konrad nochmal sein Tempo gehen. Jo, da probiert PT Sarri da noch dran zu bleiben. Aber Konrad ist zu schnell gerade. Der seine Chance jetzt schnuppert. Und ist natürlich egal, ob er jetzt als Etappensieger, er hat schon zwei Etappen gewonnen. Es geht ihm hier um die Gesamtwertung. Wer hätte das gedacht, dass Patrick Konrad am Ende um die Gesamtwertung fährt? Oh, wir werden uns einfach nur an sein Hinterrad klemmen. Nee, 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 nichts führen. Vorne geht dann jetzt hier gleich der Sprint um den Sieg. Oh, der letzte Kilometer. Fernandes kommt nicht hinterher und der belgische Meister holt sich den Etappensieg. Ist am Ende furz egal. Weil es kommt auf Konrads Leistung, die war sensationell. Jetzt kommt Chris Froome mit Pott rein, mit Jakob Wusam. Der Holländer bleibt am Ende einfach nur am Hinterrad. Jetzt habe ich außerdem mit denen nicht viel angreifen gedrückt. Lockt. Fährt aber auch allen davon, weil Verde und so. So, und mal gucken, wann die anderen ins ankommen. Ob sie aus der Karenzzeit kommen und wie sieht man Nils Poldi. Das wäre nicht schön jetzt, wo das Zeitfahren kommt.
Erhebt doch mal alles. Aber die Überraschung ist einfach Patrick Konrad. Der war ja schon letztes Jahr die Überraschung. Jetzt ist er nur eine größere Überraschung. Wer hätte gedacht, dass der so abgeht? Das war auch eine taktische Meisterleistung mit Lauens, De Blasse, der vorne gewartet hat. Für seinen Teamkollegen das Tempo dann gezogen hat. 2 Minuten 51. Er verliert fast 3 Minuten auf Patrick Konrad. Rodriguez 3,25. Damit ist der zweite Platz auf jeden Fall sicher. Sebastian Pott wird sich in der Wertung auch nochmal verbessern. Bleibt auf 7, aber er kann Zeit fahren. Roman Bardet ist alles noch drin auf Platz 4 für Sebastian Pott. Und vielleicht ein Zeitfahren wie letztes Jahr bei Patrick Konrad, wo er vor Chris Froome auch ein paar Sekunden rausgeholt hatte. Das wäre es 42 Sekunden. Dann wäre Patrick Konrad Vuelta-Sieger. De Blasse holt sich das Bergtrikot am vorletzten Tag. Nachwertung, das hat er auf jeden Fall sicher. Das haben wir auch jetzt sicher, die Teamwertung. Super Ding hier. Hätte das gedacht. Wer ist ausgeschieden? Okay. Bert-Jan Lindemann. Auch ein Vuelta-Etappensieger dieses Jahr. Punktemäßig sind wir nicht dabei. Ja, das ist Konrad auf Platz 7. Schöne Sache und morgen kommt das Zeitfahren. Neuer Rekord, Simon Spielak. Also, sehen wir uns. Nehmen wir uns zum Zeitfahren oder schnippel ich das Zeitfahren jetzt hier gleich kurz am Ende ran? Weil ist ja nicht viel, das Zeitfahren geht ja schnell. Nee, machen wir morgen einfach mal eine kurze Etappe. Also haut rein, bis dann und ciao.